bist gerade am Starten und brauchst einen richtig einfachen Zaubertrick, den du nachmachen kannst und alle verblüffen kannst, dann bist du genau hier richtig. Liebe Zuschauer und hallo liebe anderen Zuschauer. Nein, das ist langweilig. Hallo liebe Zuschauer und hallo liebe Zuschauer, die jetzt gerade eben erst anfangen mit der Zauberei. Also, wenn ihr wirklich einen Zaubertrick lernen wollt, der richtig einfach ist und ihr könnt schon so ein paar Grundgriffe, dann ist genau dieser Effekt für euch das Richtige. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt den Effekt und let's go. So, wir fangen ganz einfach an, indem wir irgendeine Karte auswählen, beispielsweise hier die Karo 10, okay? Die verlieren wir wieder ins Spiel. Der Zuschauer kann natürlich auch die Karo 10 unterschreiben, wenn er das Ganze möchte. So, wir machen jetzt Folgendes. Und zwar, ich suche mir jetzt erstmal Karten aus. Und zwar die Karte und die Karte, okay? Das sind jetzt folgende Karten. Und zwar, ja, die beiden roten da. Okay? Und die beiden roten Damen, die legen wir auf den Tisch, damit keiner die roten Damen rankommt. Hier habe ich eine Karte vergessen. Okay, das war eine Double-Back-Karte. Packe ich die Kartenschachtel auch nochmal drauf. Keiner kommt ran. Und jetzt mit einem Fingerschnipsen, das erste Mal, dass ich es ein bisschen schon kann, verschwindet die Karte hier aus diesem Kartenspiel. Oh, jetzt 5 ist oben, geil. Und sie taucht tatsächlich zwischen den Damen auf. Wie ihr das Ganze nachmachen könnt, ist ganz einfach. Ihr braucht einfach ein ganz normales Kartenspiel. Es kann 32 Blatt sein, es kann 52 Blatt sein, es kann auch ein aus dem Doppelkopf oder irgendwas kann sein. Okay, das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache, es ist ein Kartenspiel. Keine Münzen. Nein. Ja, was ihr einfach dazu braucht, ist Folgendes. Erstmal eine Kontrolle. Und zweitens müsst ihr mit den Damen eine Karte von oben abstehlen können. Dazu braucht man ein Pinky Break und eigentlich mehr nicht. Also eigentlich nur eine Kontrolle und ein Pinky Break. Mehr ist es nicht, das ist gar nicht so schwer. Wir fangen an. Das, was ich gemacht habe, ist, wir stecken die Damen erstmal lieber zurück. Was ich gemacht habe, ist eine Kontrolle nach unten. Das heißt, zack, hier ist die Karo 4. Ich habe meine Finger hier gelassen, okay, und dann habe ich einfach nur die Karten raufgeschoben, sodass die Karo 4 als einzige Karte, die erste Karte hier so schräg rauf schiebt. Jetzt kann er einfach einen Break nehmen, also ein Pinky Break unter dieser Karte und kann einfach abheben. Und dann ist die Karo 4 schon. Weiter geht's. Ich habe sie einfach nur nach oben gemischt. Das ist nicht so schwer. Zack. Und die Karte ist oben. Das heißt, was ihr einfach nur machen müsst, ist die Karten mischen. Mischen. Und ganz am Ende einzelne Karten nehmen, bis die Karo 4 oben ist. Ja, ganz easy. Als nächstes, das ist ganz einfach, ihr müsst einfach nur Karten rausholen, die ihr wollt. Ich habe einfach die roten Damen genommen und ja. Ich würde es an eurer Stelle machen, dass ihr die Karten Bild unten raussucht, weil dann Ihr habt das Kartenspiel wieder Bild unten. Währenddessen ihr die Karten nämlich umdreht, holt ihr einfach einen Break unter der obersten Karte. Das heißt, ein Pinky Break. Ja, hier. Perfekt. Da holt ihr euch einfach einen Break, weil das funktioniert ganz einfach. Denn während man hier umdreht, liegt der Fokus darauf. Und währenddessen kannst du einfach hier ein bisschen einknicken und mit dem Daumen unten die Karte etwas verschieben. Und den kleinen Finger darunter einfach positionieren und währenddessen, dass ihr das hier umdreht. Das heißt, ganz easy, zack. Und dann habt ihr schon einen Break.
über der obersten Karte. Unter der obersten Karte meine ich. Jetzt habt ihr beispielsweise diese beiden roten Damen. Ihr packt sie erstmal drauf, zeigt drauf. Das ist nämlich so eine kleine Begründung, warum ihr sie überhaupt drauf packt. Und dann nehmt ihr alles. Könnt von mir aus so machen. Ist eigentlich mir egal, wie ihr es macht. Dann brauchen wir die Kartenschachtel. Ich packe jetzt einfach mal die Karte so und so. Das heißt, hier ist jetzt eine Karte. Ja, so und so versteht man nicht, also mache ich das nochmal. Also, ihr habt ein Break. Zack. Was ihr macht ist, ihr packt das oben drauf und nimmt alles ab dem Break runter, sodass jetzt hier die Karte ist. Und jetzt könnt ihr beispielsweise einfach nur so machen, um die Karten nochmal zu zeigen. Hier ist die Karte, hier ist die eine Dame, hier ist die andere Dame. Und jetzt kommt eigentlich das, was am cleansten aussieht. Und zwar, du packst es einfach auf den Tisch. Wie? Du lässt es fallen, sodass es wirklich nach zwei Damen aussieht. Und zwar, du lässt es einfach fallen. Und das Ding ist, während du das fallen lässt, ist es so, wenn du hier so eine Unterfläche hast und es einfach nur so fallen lässt, dann verrutscht da nichts. Wenn du es gerade von oben fallen lässt, verrutscht da nichts. Ich kann es von hier fallen lassen, es verrutscht ein bisschen, weil ich es ein bisschen höher genommen habe. Aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Also ihr könnt von mir aus auch so fallen lassen, weil so sieht das Ganze nochmal authentischer aus. So sieht das nochmal viel cleaner aus. Wenn ihr einfach so denkt, ja, ist mir egal, ob da jetzt irgendwas passiert. Also ich möchte eigentlich nur zeigen, dass das ganz normale Karten sind und ihr legt es hin. Okay, das ist eigentlich ganz easy. Dann nehmen wir die Schachtel und die legt ihr auch einfach drauf, aber gerade. Sodass da nichts verrutscht. Nicht so, weil dann verrutscht, sondern so. Sondern so. Einfach ganz normal drauf. Das habe ich jetzt als Begründung genommen, damit da keiner mehr rankommen kann. Ihr könnt es natürlich auch in die Kartenschachtel machen, ist dann aber nicht so clean. Jetzt als nächstes könnt ihr einfach zeigen, ja okay, die Karte ist weg. Welche Karte hatten wir? Karo 4, ja. Karo 4 ist weg, okay. Und währenddessen hier die Karten liegen, habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe mit meiner Hand das verdeckt, habe die Kartenschachtel geschoben, sodass da auf einmal eine Karte hervorscheint. Also nochmal. Es war so. Und ich habe Folgendes gemacht, zack, und auf einmal war da eine Karte. Das sieht ziemlich clean aus, meiner Meinung nach. Und das ist dann schon die Karo 4. Das ist ziemlich visuell. Also, wie ihr merkt, tatsächlich ist dieser Effekt ziemlich einfach. Und das ist auch das Coole daran. Ich hoffe, ihr habt heute was Neues gelernt. Und ich hoffe, ihr könnt das auch einfach gut anwenden. Und ja, wenn ihr einen weiteren coolen Zaubertrick lernen wollt, dann schaut euch einfach dieses Video hier an. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, das ist für dem Video. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, das würde ich auf jeden Fall sagen, habe ich jetzt dreimal gesagt. Ja, einfach ciao.